Mein. Au. Die können doch da durchschießen. Und ein Zombie hat gerade meinen Kopf aufgesetzt gehabt. Das ist sehr, sehr, sehr degradierend. Angefangen hat es also mit doofen Silkworms und Endermen. Gib mir ein Silkworm. Weil ich Wolle brauchte für meinen Swoosh-Swoosh-Teleporter. Ich will doch eine Ruhe bauen. Muss gleich mal gucken, was das erste Jetpack so braucht. Auf jeden Fall braucht es Strom, das ist schon das erste Problem. Beziehungsweise eine Ladestation. Weil wir können das nicht einfach an so ein Dynamo ranhängen und ihn davon aufladen lassen. Nee, 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 nee. Braucht einen extra Block. Mehr Crooks. Ist ja keine einzige Seidenraupe, ist auch doof. Und ich werde die Fences da in, ne, der verlorenen Plattform ersetzen durch irgendwelche Deko-Blöcke, die sie nicht durchschießen können. Wird das Ganze ein wenig leichter machen. Wir brauchen unbedingt eine ordentliche Rüstung, also ein komplettes Set-Rüstung. Wobei Eisen mir da schon fast ein bisschen zu schade wäre. Bronze? Das ist doch gut machbar, oder? Guck ich gleich mal. Seidenraupe? Ja. Aber das war doch so. Ganz am Anfang, allererste Folge Genden, haben wir viel mit Crook gearbeitet, um mehr Setzlinge zu bekommen. Und da gab es alle Nase lang Raupen. Wir hatten sogar so viele davon, dass wir die gebraten und gegessen haben. Jetzt haben wir gleich alle Bäume durch. Alle Bäume durch. Keine einzige Raupe. Das Leben meint es hart mit mir. Erste Weltprobleme. Ich finde keine Seidenraupen. In einem Computerspiel. Oh, Seidenraupe. Okay. Ja komm, die klatschen wir jetzt schon auf. Eigentlich könnte man theoretisch das ganze Ding einmal wegmachen, neu hochpäppeln, aber nee, ich bin ungeduldig. Ich will meine Seidenraupen da haben. Zumal, sobald die erstmal ihr Werk getan haben und wir sie dann abbauen, was schwierig werden könnte wegen den Jungs da hinten, kriegen wir noch mehr Seidenraupen raus. Und dann können wir die Farben nochmal hochziehen und nochmal Raupen draufpacken, dann passt das auch. Ein Problem, das ich jetzt noch sehe, da die Jungs sich jetzt hier durchgehend überall tummeln können und auch nicht despawnen werden, weil der Schatten von dem Turm auf sie runter zeigt, eventuell, kriegen wir keine Endermen, weil die Spawnplätze alle aufgebraucht sind für die Jungs hier. Ja, wir gehen ja schon weg. So, gib mir alle in Bronze. Die Rüstung ist weg, ne? Ja. Es gibt keine Bronze-Rüstung. Was für eine Rüstung gibt es denn? Plate. Es gibt nur die Standardsachen. Steel gibt es noch und Bound. Steel braucht Stahl und Stahl bekommen wir aus. Na? Was? Nehmen wir Stahlsachen einschmelzen? Ja, nee, klar. Ich sehe kein... Warte mal. Steel. Steam. Molten Steel. Bekommen wir, wenn wir eine Steel Egghead einschmelzen und ganz viele andere Sachen. Wie bekommt man einen Stahlbarren? Das ist sehr komisch. Steel Eggs. Es gab hier doch, genau, es gab den Hochofen, den Scorch-Dingens. Aber warum wird das Rezept dafür nicht angezeigt? Also das hier brauchen wir. Wir brauchen einen High Oven. Der braucht Scorched Bricks. Dafür muss man einen Brick hier reinlegen und mit Sealed Stone oben rauf.
Nee, also Eisen. Ich will aber nicht aus Eisen das machen. Wir haben nicht so viel Eisen. Was haben wir noch so? Plate. Chestplate. Eisen, Diamant, Gold. Chain. Chain kann ich nicht herstellen. Nicht so wirklich. Eine wooden Chestplate. Ernsthaft? Haben wir Holz? Holz können wir gerade nicht abbauen wegen, ne? Seitenraupen. Aber ja, in den nächsten Folgen werden wir uns eine wooden Chestplate zulegen, damit wir wenigstens etwas an Schutz haben. Jetpack. Leadstone Jetpack. Schwefel. Habe Schwefel. Ich sehe kein Schwefel. Brauchen wir noch? Leadstone Thrust. Oh Gott. Alles machbar. Das ist nur Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir? Drei. Also, wir brauchen unbedingt unsere Konstruktion unten, dass durchgehend gerüttelt wird. Ja. Ich brauche ebenfalls eine. Ich gehe mal ganz runter. Ich brauche ebenfalls neuen Smooth Stone, damit wir einen neuen Juicer herstellen können. Was machst du hier unten? Ich habe echt schlechte Laune, Viech. F7, wo ist hier? Da ist ein Spawnpunkt. Oh. Lalala. Da sind noch zwei Spawnpunkte. Da auch noch. Nicht gut. Alles gar nicht gut. Ich glaube, um mich hier zu beruhigen, rüttel ich einfach mal ein Stack Gravel durch. Mit euch zusammen. Und vielleicht haben wir Glück. Bekommen schon mal Eisen, das ist immer gut. Und vielleicht haben wir Glück und bekommen während der Aktion noch einen Diamanten raus. Wenn nicht, muss ich mir überlegen, halt im Zeitraffer noch was zu machen. Und ich sehe einen Enderman oben. Das wäre wenigstens ein schöner Ausgleich. Wenn wir jetzt zum Ausgleich, jetzt vom Ende der Folge gleich, noch eine Enderperle bekommen. Haken daran ist allerdings, wenn wir eine Enderperle haben, bringt uns das gar nichts. Weil man braucht zwei Elevator, um sich vom einen zum anderen zu teleportieren. Also, ne? Bräuchten schon ein bisschen mehr. Was haben wir bisher? Oh, Kupfer, Eisen, alles gut. Diamant ist halt nur doch recht schick. Wir können auch zur weiteren Entspannung, die ich brauche, hier unten weiterbauen mit der Automatisierung. So viel gibt es da gerade gar nicht mehr. Später, sobald wir den automatischen Rüttler haben, müssen wir ihn richtig einstellen und dann von oben ein Item-Duct hier auf den Rüttler runterpacken. Und das war's dann. Also nicht auf den Rüttler selber, sondern auf den Autonomous Activator, diesen Rechtsklicker. Da stopfen wir das ganze Zeug rein und sagen dann klick rechts auf das vor dir liegende Ding und das vor ihm liegende Ding ist dann das Sieb hier. Oh, ein Emerald. Emerald. Können wir damit irgendwas Tolles jetzt gerade machen? Ein Village Highlighter. Eine Precious Doll wollen wir nicht. Ritual of Full Spring. Nee. Peaceful Table, Chronotyper. Laserfokuslinse. Ja, nö. Isolator. Ein Villager Spawner. Flimflam Funkel? Ernsthaft? Das ist ein Lichtzauber? Prentice Orb. Flüssiges Emerald? Was macht man mit flüssigem Emerald? Nichts. Ja gut, nicht ablenken lassen, weiter rütteln. Also ja, die Item-Tags führen runter zu den Autonomous Activator. Die Autonomous Activator rechtsklicken mit dem Gegenstand, den Sie im Inventar haben, einen Gegenstand vor sich, nämlich das Sieb. Dann brauchen wir noch den Vacuum-Hopper. Der brauchte allerdings Enderperlen, richtig? Das heißt, wir bauen gar nicht zuerst den Fahrstuhl,
sondern das Ding hier. Obsidian, Hopper, Enderperle. Jo. Weil sonst fliegt das ganze Zeug in der Gegend rum. Was auch nicht so schwer wäre, so schlimm wäre, dann würde ich einfach alle 10 Minuten hier runtergehen, alles einsammeln. Aber es wäre halt praktisch. Also ein Enderman muss sterben, wir müssen eine Enderperle bekommen. Das machen wir gleich. Wir rütteln jetzt noch diese 20 Dinger hier durch. Dann schnappe ich mir meine Mac-Hackington, den dritten. Und er legt den Enderman, der oben auf unserem Bett sitzt anscheinend. Er ist genau in der Mitte der westlichen Plattform. Sehr schön. Danke, 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 liebes Spiel. Du hast ja bloß 3 Blutopfer von uns erfordert. Okay, also Enderman töten, Vacuum-Hopper herstellen, Autonomous Activator herstellen, zwischendurch ein paar Sachen in die Schmelze schmeißen, damit die auch ausgelastet ist. Und dann haben wir unseren Rechtsklicker gleich. Gut, 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 gut. Nehmt ihr doch noch eine gute Wendung. Also ich habe das echt enden sehen, nur wegen diesem doofen Turm, weil ich den Wasserblock gesetzt habe. Und das wäre richtig scheiße, weil ich weiß, wie ihr gemeckert hättet. Boah, Gero, wie kann man so doof sein? Du hättest doch wissen müssen, dass XYZ XYZ bedeutet und bla bla blub. Und ja, ihr hättet recht gehabt. Aber jetzt haben wir einen Diamanten. Alles gut, alles gut. Hallo, Zombu da unten. So. Seidenraupen sind auch fleißig am Werk. Ihr seid nicht am Verbrennen, das ist nicht so schön. Zweiter Diamant. Und jetzt zeigt mir, was wir dafür brauchen. Auto. Autonomous Activator. 2 Diamanten. Ja, keinen zweiten. Ne? Autofeuer haben sie Emeralds. Sehr schön. Also nochmal. Diesmal ohne sich. Oh oh. Erstmal lege ich ganz kurz die hier zurück und dann probiere ich was. Wo bist du? Oh, bist du jetzt nach unten gegangen? Wir werden getrollt von einem Enderman. Jetzt gehe ich nach unten, will ihn unten töten. Den überhaupt dann nach oben wetten. Oh. Au. Oh. Ah, er darf nicht runterfallen. Schubs. Schubs, schubs. Okay. Und Perle, sehr schön. Und wir sind halt tot. Ja, nackig mit einer Bronze-Axt ist auch nicht so eine gute Idee, auf Enderman loszugehen, ha? Huh? Ja. Ess den doofen Apfel. Oh ne, wir haben Toastbrot. Ess das Toastbrot. Und einen Apfel. So. Also. Hoch. Und jetzt gucken wir weiter. Du kommst erstmal da rein. Du bist da sicher. 2 Inverbarren haben wir. Da. Pisten. Haben wir Pistons über? Nein, dafür brauchen wir Holz. Holz. So, dafür brauchen wir Stein. Holen wir kurz oldschool-mäßig hier ab. Stein, Stein. Stein, Stein. Stein. So. Wir brauchen wir Redstone, wovon wir echt nicht viel haben. Ein Eisen haben wir auch nicht mehr so viel, weil irgendjemand eine Rüstung draus gemacht hat. So, du. 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 So rum war das, glaube ich. Eine Piste. Okay, Pisten haben wir. 2 Diamanten, 2 das. Eine Kiste. Kiste haben wir noch. Hier. So. Jetzt vorsichtig. Du, du. 2 Diamanten, 2 Emeralds, 2 Invar, eine Kiste, eine Pisten und das hier unten. Oh. Pneumatik sehr. Alles wieder raus. Pneumatik Servo war Glas, Eisen, das wir nicht mehr haben, oder Silber. Redstone in der Mitte. Aber es geht auch mit Bronze und Invar und Stahl, Aluminium. Aluminium nehme ich doch mal, das habe ich ein bisschen über. Haben wir 3 Stück von. Yeah. Und Glas. 2 Stück.
Ein Redstone. Redstone. Glas. Aluminium. Du da, du da, du da, da, du da, da, du da, da. Falsch rum. Da, 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 da. Autonomous Activator. So. Jetzt geht es an das Einstellen von dem Ding. Problem daran ist, ich habe es nie gemacht. Das haben andere Leute immer gemacht, während ich nicht da war. Also es könnte jetzt ein wenig problematisch werden. Aber das kriege ich schon hin, das kriege ich schon hin. Also, Rüttler. Dahin. Nein, meine Wrench ist nicht da. Können wir die so abbauen? Nein, das sieht nicht gut aus. Seit meiner Expansion ist alles immer mit dem einen Ding. Mit dem Crescent Hammer. Und wieder hoch. Crescent Hammer herstellen. Und wir haben nicht genug Eisen für den Crescent Hammer. Also machen wir hier raus kurz Zip. So. Das Ding, schmeißen das da rein. Hier haben wir noch ein Eisenbarren. Gib mir bitte den einen Eisenbarren, während wir warten. Da, raus mit dir.